So, hallo zusammen. Jetzt mal eine Aufgabe für alle. Zwar was aufnehmen, entweder mit dem Diktiergerät im Handy oder so wie ich das mache mit einem Video. Wahrscheinlich am besten einfach mir per WhatsApp schicken. Wir können später noch über das sprechen, ob ihr das wollt, irgendwo hochladen. Vielleicht für die älteren Schüler, die schon einen Kanal haben oder Kanal machen möchten, mit Einverständnis eurer Eltern, das zu machen. Das könnte ja vielleicht für manche interessant sein, vielleicht für eure Ausbildung oder Matura, für Erfahrung damit zu sammeln. Ich hätte gerne das, also die zur Aufgabe, ich hätte gerne, dass ihr was aufnimmt. Es kann irgendwas sein, ein paar Takte mit Freunden sein, mit Familienmitglieder oder alleine. Manche von euch haben den Blues noch nicht angeschaut oder schon angeschaut und das bitte aufnehmen und mir schicken. Ich schiebe mal meine Gitarre kurz, das könnt ihr mal schauen, wie ich das immer mache. Und dann nehme ich kurz was auf und ihr könnt es genauso machen, zusammenschneiden und mir schicken. Okay, einfach mal als erste Aufgabe. Und dann schauen wir weiter, wenn ich ein paar Videos von euch habe. Ja. Wer kein Klavier zu Hause hat, kann in einem App Store, Google Play oder im iTunes, wo auch immer das macht, man das macht, im Apple, so ein Klavier runterladen. Es gibt gratis Klaviere zum Probieren und dann kann man mal das anschauen. Zwei Tasten hier, Hier von zwei Tasten da links ist ein C. Und für die fortgeschrittenen Schüler, die können mal ausrechnen, welche Noten das sind. Das sind nicht für die, also nicht für die Kleinen, sondern für die fortgeschrittenen Schüler. C, D, E, F, G, A, C. Okay, so zum Beispiel sowas aufnehmen. Aber nicht nur aufnehmen, sondern mit Metronom oder mit Klopfen. 2, 3, 4. ZB. Einfach mal ausprobieren. Ihr könnt einfach irgendwas aufnehmen, wenn es euch zu anstrengend ist, mit Metronom oder mit Klopfen. Am Anfang vielleicht nicht machen oder nur einen kurzen Teil davon. Das ist nämlich sehr gut, dass man dann Takt und Rhythmus und Abstand zwischen den Noten, dass man das überprüft. Das ist eigentlich die ultimative Überprüfung. Und wir machen das im Unterricht oftmals mit dem Schlagzeug dazu. Ich spiele das Schlagzeug und ihr spielt ihr den Riff. Und ich spiele den Rhythmus dazu und oft ist die Gefahr, dass ich euch, also ich passe meinen Rhythmus an euch, das heißt, damit ihr im Time bleibt, im Takt bleibt, spiele ich langsamer oder klopfe ich langsamer. Wenn ihr es alleine macht zu Hause und es aufnehmen müsst, wie ich jetzt, das ist schon ganz was anderes. Okay, viel Spaß, wenn ihr Ideen habt oder Fragen, werde ich das nachgehen. Manche von euch haben schon was gefragt, ich bin nicht ganz dazugekommen. Wie ihr wisst, ist das Leben zu Hause mit Fernunterricht, Homeoffice oft nicht ganz so einfach, wenn man es korrigiert, die Kinder rausschickt, das Wetter muss dazu passen. Aber macht das Beste daraus. Viel Spaß zu Hause beim Üben oder was auch immer ihr macht, um dann Zeit zu vertreiben, hoffentlich sinnvoll.
Und schönen Tag, die Hände waschen, Rock'n'Roll. Tschüss.